Um 10.15 Uhr in Berlin-Neukölln ist Andreas Mittelstädt schon hellwach, denn seine NSF Gropiusstadt treffen auf den Überflieger der aktuellen Kreisligasaison. Der FC Ahmet von Ex-Profi Kevin Pannewitz hat bislang 14 seiner 15 Spiele gewonnen und auch das Hinrundenderby vor circa 2 Monaten mit 3:1 für sich entscheiden können. Und das Pannewitz-Fußball-Comeback unter Trainer Sedit Zeker nach Stationen wie Rostock, Jena und Wolfsburg gelungen ist, das können Sie sich ja selber denken. Man spricht teilweise schon von dem Aufstieg in die Berlin-Liga, aber so weit sind wir noch nicht. Der FC Ahmet in den schwarzen Trikots von links nach rechts kann sich erstmal durch Standardsituationen auszeichnen, während man vom Gastgeber erstmal gar nichts sieht. Der Ball landet bei Sinan Boskurt und der sieht in der Mitte Ismail Tarzan! Das 0:1 nach 22 Minuten. Ismail Tarzan köpft inzwischen sein 25. Saisontor. Der 23-Jährige ist damit der beste Stürmer der Liga. Aber dafür wird er fast sträflich alleine gelassen von der besten Abwehr der Liga. Die nächste Chance. Wieder Freistoß Ahmet. 22 Minuten später. Slim Jaballa. Und die landet bei Jeneke. 0:2. Großer Jubel beim FC Ahmet und Kevin Pannewitz. Aber man kann Alex Mittelstädt an der Seitenlinie noch wüten hören. Der Mann weiß, dass der Gegentreffer zu verhindern gewesen wäre, hat ja unter anderem zweite Bundesliga mit Andi Köpke im Tor gespielt. Auf der anderen Seite das 4. Saisontor von Isonga Jeneke. Ein herrlicher Kopfball. Dass er den Ball dann noch so auf dem Boden aufprallen lässt, ist wirklich nicht mehr Kreisliga-Niveau, sondern viel, viel höher. Das Hinspiel scheint sich genau zu wiederholen. Ahmet überrollt die Neuköllner Sportfreunde. Omerovic, aber diesmal ist der Torwart da. Mohamed Atiye kann sich zum ersten Mal gegen den eingewechselten Mann auszeichnen. Kurz darauf gibt es den Freistoß aus einer luxuriösen Position für Ahmet und den schnappt sich natürlich der 1,85-Mann Kevin Pannewitz. Das feine Füßchen hat er ja. Nutzen tut das allerdings nicht, es wäre eine schöne Geschichte gewesen. Die Mannschaft von Sedat Zeker setzt den Gegner weiter stark unter Druck. Can mit diesem herben Fehlpass. Und dann hat Omerovic wieder die Chance zum Treffer, wäre sein erster in dieser Saison. Aber auch hier soll es für ihn noch nicht gelingen. Die Männer in Schwarz haben noch nicht genug von ihrem Chancenplus und generieren immer mehr und mehr Möglichkeiten. Elçin auf Omerovic und er sieht Ola Gonyu. Den hat er irgendwie drüber gelächelt, schwer verständlich, aber so ist es nun mal in der Kreisliga. Nicht jeder Ball sitzt, auch wenn er auf dem Silbertablett serviert wird. Dann kommen tatsächlich mal die Gastgeber mit einem Freistoß. Tek Yildirim tritt an und Kemal Can rutscht ihn daneben. Wollte seinen Ballverlust von eben wieder gut machen, aber immerhin, der Gastgeber hat jetzt Blut geleckt und kommt tatsächlich noch einmal nach vorne. Munieb Al-Said spielt ihn auf links und dort steht der eingewechselte Rohn. Sercan Rohn macht was aus der Szene, aber Salem kann parieren. Immerhin gibt es mal einen Eckball für die Gastgeber, auch wenn der danach nichts einbringt. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo Kevin Pannewitz geblieben ist, der ist genau hier. Nach dem Ballverlust seiner Mannschaft holt er den Ball zurück und kann diese Chance generieren. Für Russo. Oh, Merovic! Das 0:3 in der 93. Minute setzt den Deckel in dieser Partie drauf. War die letzte Situation in diesem Spiel. Und Kevin Pannewitz, der Initiator, steht jetzt bei Tobi Torchala zum Interview parat. Wir haben das sehr gut gemacht, gerade anfangs. Gegner stand tief, hat uns das Spiel machen lassen, was uns an sich ja liegt. Ja, wir haben ja die Leute dafür. Slim hat ein, zwei Fehlpässe gemacht, wo ich sage, okay, kenne ich besser von ihm. Aber ansonsten sehr gut. Ja, haben dann auch uns die Chancen herausgespielt. Das 1-0 gemacht, das 2-0 gemacht, kurz vor der Halbzeit. Was ja, uns die gewisse Ruhe dann auch in der zweiten Halbzeit gegeben hat. Vollkommen zufrieden. Erstes Spiel nach der Rückrunde gewonnen. Ich glaube, 9 Punkte, 12 Punkte Abstand. Irgendwie sowas, vollkommen zufrieden. Wie gesagt, ein Spieler würde ich mal herausheben. Ja? Das ist dann Slim Jaballa, der hat mir sehr gut gefallen heute. Das mit den Fehlpässen war nur ein Spaß. Tja, scherzen darf er sicherlich, denn sein FC Ahmet bleibt weiterhin ungeschlagen in der Kreisliga. Und auch diese Partie haben sie souverän mit 0:3 für sich entschieden.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.